Kilaselei und willkommen zurück zu Mass Effect. Ja, ich weiß nicht, was das Spiel gegen mich hat. Es stürzt dauernd ab und spielt mir Streiche. Aber jetzt habe ich mir am nächsten Tag einfach mal eine Tasse Kaffee geholt und hoffe, dass es jetzt wirklich läuft. Ich glaube, wir sind gestern hier unterbrochen worden, deswegen befragen wir ihn nochmal nach dem Schiff. Erzählen Sie mir was über dieses Mutterschiff, das Sie gesehen haben. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Es war riesig. Landete in der Nähe der Plattform. Alles wurde dunkel, als es landete. Und es machte dieses Geräusch, das sich einem direkt ins Gehirn bohrte. Das hat mich aufgeweckt. Der Angriff erfolgte wenige Minuten später. So, jetzt erwähnen wir mal, dass Cole ihn als dem Schmuggler identifiziert hat. Sie sind Coles Kontakt hier in den Docks. Für den Schmugglerring. Was? Nein! Ich meine, was macht es noch für einen Unterschied? Okay, ich bin also Schmuggler. Na und? Mein Vorarbeiter ist tot. Die komplette Crew ist tot. Es ist doch jetzt sowieso alles egal, oder nicht? Haben Sie hier in der Nähe was versteckt, das wir gegen die Gate einsetzen könnten? Letzte Woche kam eine Ladung Granaten. Niemandem fällt es auf, wenn bei einer großen Militärlieferung ein paar Teile fehlen. Sie habgieriger Dreckskerl! Wir sind hier, um Ihren erbärmlichen Hintern zu schützen. Und das Einzige, woran Sie denken, ist, wie Sie uns abzocken können? Ich hätte nie gedacht, dass Sie diese Granaten wirklich brauchen. Wer sollte schon Eden Prime angreifen? Wir sind doch nur ein Haufen Farmer. Woher hätte ich das wissen sollen? Her damit. Geben Sie mir einfach die Granaten. Sie gehören Ihnen. Nehmen Sie sie. Meine Schmugglertage sind vorbei. Das schwöre ich. Eine Menge Marines sind hier gestorben, Paul. Diese Granaten hätten nützlich sein können. An Ihrer Stelle würde ich mir überlegen, wie ich das wieder gut machen kann. Ja, okay. Ich habe was anderes, das ich zurückgelegt hatte. Könnte ein Vermögen wert sein. Experimentaltechnologie. Hypermodern. Nehmen Sie sie. Ich brauche sie nicht. Ich wollte wirklich nicht, dass jemand verletzt wird. Tut mir leid. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg. So, er hat uns ein Granaten-Update gegeben. Für die Sprengstoff... für die... die Reichweite, glaube ich, und den Schaden zu erhöhen. Das machen wir doch gleich mal. Das Kryo-Ding mag ich nämlich nicht. So, jetzt hat es hier gerade schon gespeichert. Ich bin mir nämlich jetzt angewöhnt, ein bisschen öfter zu speichern. Ja, diesmal falle ich nicht drauf ein. Hier ums Eck stehen sie nämlich schon. Die lieben geht. Und wollen uns ans Leder. Damit ich jetzt, falls es wirklich nochmal abstürzt, nicht immer so blöd dastehe und nochmal von vorne anfangen kann. Ich habe hier nämlich jetzt den Anfang, was weiß ich, wie oft jetzt schon gesehen. Das macht doch etwas mürbe, muss ich sagen. Oha, ein Verwüster. Dessen Schilde müssen wir, glaube ich, erstmal runterballern und ich bin schon ziemlich... ich bin hier noch nicht mal gar nicht in Deckung. Wo hänge ich denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin, glaube ich, irgendwie... Oh, ja, das war klar. Wenn ich mich hier so lange rumtreibe, bis ich mal die Deckung gefunden habe. So, das hier. Ja, das war nichts. Ich habe irgendwo festgehangen und habe nicht ganz erkannt, wo. Naja, kann nur besser werden. So. Den haben wir jetzt mal ganz gut erwischt hier. Also, diese Munition gegen synthetische Ziele ist echt nicht übel, muss ich sagen. Die haut richtig rein bei den Geth. So, jetzt laufe ich hier. Ich glaube, ich habe hier im Geländer festgehangen oder so. Oder irgendwo jedenfalls. Ach, das ist mir... Komm, bleib du mal weg von uns. Ja, das haut richtig rein, das Zeug. Also, die Husks sind nämlich deutlich schwieriger zu treffen. So, jetzt bin ich natürlich hier viel zu weit weg für... Oh. Und jetzt stehe ich auch noch neben... Naja, es wird schon hinhauen.
bin viel zu weit weg, aber ich glaube, Ashley haut die Dinger ziemlich alleine weg. Komm, renn doch. Ich will, dass du rennst, nicht, dass du kriechst. Ach, ich glaube, ich bin fertig. Ja. Kaidan hat's schon wieder erwischt. Mann, 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 das ist echt ein Lowbird. Ich verwechsel jetzt auch so ein bisschen die Parts, die ich jetzt schon aufgenommen und die ich nicht hochladen kann, mit denen, die ich noch nicht... Also, beim letzten Mal ist nämlich Kaidan ziemlich oft draufgegangen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, hier noch nicht zuvor. Den erwische ich nicht richtig, oder? Nee. Obwohl, jetzt geht's. Jetzt. Ja. Weiß nicht, ob ich das war oder ob hier Ashley die ganze Arbeit alleine macht. So, jetzt können wir noch mal ein bisschen rennen. Ja. Nee, ich glaube, diesmal waren es sogar wir. Gut, okay. Ich speichere schnell. Schnell speichern. Achso, weil Kai da noch tot war. Ja gut, klar. So, jetzt sind wir an der Plattform, die uns zum Raumhafen bringt. Da werden wir natürlich gleich mal hinfahren. Setzt die Ladungen. Zerstört die ganze Kolonie. Hinterlasst keine Spur, dass wir hier waren. So, da sind wir schon. Sprengladung. Die Gate müssen sie angebracht haben. Tempo, Tempo. Wir müssen alle finden und deaktivieren. Genau, das werden wir jetzt auch gleich machen. Das ist auch nicht sonderlich schwer. Wir haben dafür genügend Zeit. Zumindest auf dieser Schwierigkeitsstufe. Eieiei. Ich renne mal da vorne in Deckung. Komm, geh in Deckung. Wieso gehst du nicht richtig in Deckung? Ah, jetzt. Gut, dass wir Ashley haben. Also, Kaidan und ich werden hier echt aufgeschmissen. Muss ich ja echt sagen. So, die Hände mal. Da hinten geht's schon wieder weiter. Ich muss halt mit meiner blöden Pistole auch immer so nah ran. Und treff die dann nicht. Aber ich meine, wir hätten bei der Charaktererstellung irgendwie... Komm, wir machen mal das Schild da hinten kaputt. Eigentlich das Sturmgewehr als unsere Leib- und Magenwaffe sozusagen ausgewählt. Aber das Sturmgewehr, da bin ich richtig schlecht drin. Und wenn ich mir die Charakter... wo wir uns sozusagen weiterentwickeln... Wie heißt es denn? Egal. Da haben wir nämlich nur... Ich zeig's einfach gerade... Hier, ach, wir haben, glaube ich, sogar sowieso, ja. Hier haben wir nämlich hier nur so ein Pistolen-Update. Also ich weiß nicht, was heute los ist. So, werfen machen wir mal, aber ich will auch noch eine Warp haben. Jo, die, ach, noch einen, da machen wir noch einen. Ne, jetzt habe ich bei werfen, ach Gott, ich bin heute, ich glaube, ich sollte echt wieder aufhören. Also, ich bin ja mal wieder total. Naja, es wartet nichts Schlimmes auf uns, deswegen... Notfallinterface 2. Was habe ich da? Habe ich 1? Ja, dann nehmen wir natürlich das 2er und geben Kaidan, da der sowieso immer drauf geht, mal das 1er. So. Weiter geht's. Unser Medigel ist auch noch nicht sonderlich stark. Das müssen wir auch irgendwie mal noch ein bisschen vorantreiben. So, ich glaube, das ist schon die letzte. Ja. Na, siehst du, noch locker Zeit gehabt. Wir hätten noch zwischenzeitlich einen Kaffee trinken gehen können. Thermopanzerung, aber für Turianer, mittelschwere Rüstung und eine Schrotflinte. Ich glaube, Ashley kann aber auch keine mittelschweren Sachen tragen, oder? Doch. Na, also, ist doch sogar ein bisschen besser.
Sieht ja ganz hübsch aus. Also, die leichten Geschichten, die sehen hier teilweise manchmal ein bisschen furchtbar aus. Aber nur ein bisschen. Den Lancer, der macht ein bisschen weniger Schaden, aber... ach nee, komm. Die werden ja wohl nicht ihre Waffe überhitzen, so wie ich das mache. Also, ich nehme an, die sind ein bisschen klüger als ich. So, hier geht jetzt gleich wieder das Geballer los. Außerdem sind hier auch schon wieder Husks irgendwo. Wo denn? Da kommt doch hier normalerweise einer. Komm. Ach, da hinten ist schon einer. Was denn, was denn? Warum schieße ich denn jetzt wieder nicht? Aha, hier ist er schon. Sorry, Kaidan, ich schieße dir mal schön ins Bein. Das lassen sie mich hier gar nicht vorbei. Nur gut, dass man sich jetzt nicht selbst treffen kann. Oh, gerade noch so. Ach, Leute. Das ist echt ungünstig, wenn ihr hier dann ballert wenigstens auch. Ja, jetzt kann ich vorbei. So, hier ist tatsächlich schon der Sender. Wir haben ihn erreicht, aber wir machen jetzt hier erstmal noch den Spind auf. Und da hinten ist dann auch noch ein... Och Mensch, jetzt aber. Präzisionsgewehr und ist aber alles Stufe 1. Da hinten ist noch ein... Komm, wir machen mal. Da sind wir ein bisschen schneller, wenn wir die Waffe nicht ausgerüstet haben. Doch ein Spind. Ich dachte, das wäre ein Tresor. Na gut. Na, schnell. Ha. Jo, zwei Waffen-Upgrades. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt endlich mal den Sender an und was es damit auf sich hat. Sind wir schon alle ganz gespannt. Was ist eigentlich da hinten so los? Ach, guck mal, hier ist eine Kiste. Die sehe ich zum ersten Mal. Und da ist sogar einiges drin. Ah, das machen wir später. Jetzt, wie gesagt, erstmal hier den Sender. Normandy, der Sender ist sicher. Unfassbar. Er bietet sofortige Tatsächliche, Abholung. Tatsächliche, funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Normandy. Ich warte. Nein! Fassen Sie ihn nicht an! Es ist zu gefährlich! Das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender. Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Na, da ist einer sauer. Ne? Gut, wer die Alte ist, wissen wir auch noch nicht. Naja. Doktor? Dr. Chakwas? Ich glaube, dass er aufwacht. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich?
Haben nur mit dem Gesicht gebrennt, aber sonst geht's uns gut. Ein bisschen Kopfschmerzen. Nichts Ernsthaftes. Wie lange war ich weg? Ungefähr 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Kein Problem. Sie konnten nicht wissen, was geschehen würde. Wir wissen noch gar nicht, was es ausgelöst hat. Und leider werden wir das auch nicht mehr herausfinden. Der Sender ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat sie umgehauen. Der Lieutenant und ich mussten sie zurücktragen. Gute Arbeit. Physisch gesehen fehlt Ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. Ich habe gesehen, wie... Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod. Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht... Oh, Captain Anderson. Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Captain. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Und es geht Ihnen wirklich gut? Ich hasse es, wenn Soldaten unter meinem Kommando sterben. Sie tragen keine Schuld an Jenkins Tod. Sie haben gute Arbeit geleistet, Shepard. Chief Williams gehört doch nicht zur Crew der Normandy. Ich dachte mir, dass wir sie gut in unserer Crew gebrauchen können. Ich habe sie auf die Normandy versetzen lassen. Sollte ja kein Vorwurf sein. Williams wird ein gutes Crewmitglied abgeben. Sie hat es sich verdient. Lieutenant Alenko ist auch einverstanden. Deswegen haben wir sie in die Crew aufgenommen. Der Geheimdienst hätte uns warnen müssen, Sir. Wir sind blind in unser Verderben gelaufen. Es war deren Schuld. Die Geht sind seit 200 Jahren nicht mehr aus dem Nebel aufgetaucht, Commander. Das konnte niemand ahnen. Sie wollten mich unter vier Augen sprechen, Captain? Ich werde Sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Geht greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten. Tja, wir haben ja nichts zu verbergen. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, Captain. Und ich hoffe, der Rat sieht das auch so. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Saren, diesen anderen Turianer. Saren ist ein Spekter. Einer der Besten. Eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geht kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spekter außer Kontrolle bedeutet Ärger. Saren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Warum hasst er die Menschen? Er denkt, dass unser Volk zu schnell expandiert und die Galaxie übernehmen will. Viele Außerirdische denken so, aber die meisten belassen es bei diesen Gedanken. Offensichtlich scheint Saren mit den Geht zu kooperieren. Ich habe keine Ahnung wie oder warum. Aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun. Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, was Saren gesucht hat? Tja, sicher sind wir uns da nicht. Kurz bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Eine Vision? Was für eine Vision? Künstliche Wesen. Vielleicht geht. Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont. Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Was sollen wir ihnen sagen? Dass ich schlecht geträumt habe? Wir wissen nicht, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Vielleicht etwas über proteanische Technologie, vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Was immer da drin war, jetzt hat es Saren. Aber ich kenne Saren, seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee der Geht. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spekter. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite bringen. Wir werden beweisen, dass Saren außer Kontrolle ist. Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spekter entziehen.
Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Wir sind bald da. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass er uns ins Dock bringen soll. Ja, zurück auf der Normandie. Und wir schauen uns dann hier gleich mal ein bisschen um und gehen dann zu Joker hoch. Bis dann!